Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Right Mix. Das ist ein echt cooles Online-Spiel, wo man Cocktails mixen kann. Und der liebe Barmann Miguel ihn dann für uns probiert. Also fangen wir mal an mit etwas ganz Klassischem. Zum Beispiel Wodka. Hier ist Wodka. Also hier wird übrigens immer angezeigt, rechts unten, um was für ein Getränk es sich handelt, wenn man mit der Maus über die Flaschen fährt. Ich bin jetzt mal so frei und mache ein bisschen Wodka rein. So, ordentlicher Schuss. Ein Eiswürfel soll auch rein. Dann klickt ihr auf den Eiswürfel, wenn ihr Eiswürfel wollt. Und dann auf pur. Also dann halten. So, dann wäre ich noch dafür, ein bisschen Lime Juice reinzumachen. Zitrone kommt immer gut. So, und jetzt noch eine echte Zitrone rein. Dann klickt ihr auf die Zitronenschale und auf pur. Ach nee, das müsste noch gehen. Add a lemon. Ja, genau so. Jetzt seht ihr, time to shake, weil das Cocktailglas voll ist. Also dann shake ich mal ein bisschen und dann klicke ich auf Serve. So, jetzt serviert der gute Miguel das Ganze und wird das für uns probieren. Da bin ich mal gespannt, ob es ihm schmeckt. Naja, das klingt jetzt nicht so überzeugend. Also, was sagt er? It's like a very boring party in my mouth. Might I suggest plenty of vodka next time? Also, 5746 war jetzt die Punktzahl, ne? Think you can do better? Back to the bar. Ja, ich kann auf jeden Fall besser, denke ich. Ich werde es nochmal versuchen. Also, übrigens ist die maximale Punktzahl 10.000. Also, 5700 ist jetzt... ist ganz okay, ne? Ja, überdurchschnittlich, aber es ist auch nicht so geil. Also, versuchen wir mal noch zwei andere Cocktails. Ja, mal ganz spontan, ein bisschen Gin Tonic ist auch so ein Klassiker, habe ich mal gehört. Ein bisschen Gin. Und Tonic ist hier. Ein bisschen Tonic. Allerdings glaube ich, dass das mega scharf, also mega scharf ist, das Zeug mega reinhaut. Also werde ich das mal ordentlich abkühlen mit zweimal Eis. Und dann könnte ich ja noch einen Schuss Creme de Menthe reinmachen, was auch immer das ist. Perfekt. Also dann wäre ich mal dafür, noch Zitrone drauf zu machen. Ach, erstmal shaken. Und dann eine Zitrone drauf. Genau so geht das. Also nach dem Shaken könnt ihr auf die Zitronen klicken und dann macht er dann schönes Zitronenlein noch in das Glas. Also schauen wir mal, wie es ihm schmeckt. Wie schmeckt es ihm? Oh. Tja, okay. Also das war jetzt so nicht so gut. My mouth is angry with my head and that's your fault. A little more ice, perhaps. Okay. 2467. Ja, wohl nicht so gut. Mehr Eis? Ja gut, eigentlich habe ich zwei Eisblöcke reingemacht. Was will er eigentlich? Egal, back to the bar. Versuchen wir mal was ganz anderes. Absinth finde ich lecker. Das ist das Gesöff, das angeblich Van Gogh getrunken hat, um sich ein bisschen Inspiration zu holen. Und während er das getrunken hat, war er so high und betrunken davon, dass er sich angeblich sein Ohr abschnitt. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Also das Zeug ist so krass. Das hat zwischen 40% und 80% Alkohol, also geht auch ein bisschen rein. Da muss ordentlich Eis rein, weil das echt reinhaut. Und zu Absinth könnt auch wieder
ein bisschen Zitrone passen. Und am besten nochmal Eis, weil das Zeug echt reinballert. So, ein bisschen shaken und noch eine Zitrone oben drauf. Und dann bin ich mal gespannt, was Miguel so dazu sagt. Okay. Tja, das war jetzt wieder nicht so der absolute Burner. Immerhin muss er nicht Feuer speien. Okay. It's like a very boring party in my mouth. Might I suggest plenty of vodka next time? Okay, das war ihm wohl zu langweilig. Hm. 5000 Punkte. Ja. War jetzt wohl nicht so geil. Naja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also, wie ihr seht, ist das Spiel echt richtig geil. Die Musik im Hintergrund ist chillig. Ich finde das auch einfach total geil mit der Bartheke und keine Ahnung, das ganze Spiel ist, wie das aussieht, ist es einfach geil. Und ja, es macht echt Spaß, einfach mal so ein bisschen Cocktails zu mixen. Und wer weiß, vielleicht habt ihr einen Freund, der so gerade einen auf Cocktails mixen macht, und dann könnt ihr ihm das empfehlen, dass er erstmal ein bisschen üben soll. Weil ich glaube, die Tipps von dem sind sogar auf das Real Life anwendbar. Auf jeden Fall. Also dann wünsche ich euch noch ein frohes Neues, nachträglich und vorträglich. Und ich werde auf jeden Fall mal noch ein paar Folgen machen, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.